Herzlich willkommen und hallo zur zweiten Folge des Social Media Schnack. Nach Folge 1 und dem etwas bedrückenden Thema des digitalen Tods, heute einfachere Kost, meine Top-Smartphone-Apps. Drei berufliche und drei, die ich eher privat oder gemischt nutze. Fangen wir mit dem beruflichen an. Evernote an Platz 1. Hier mache ich mir meine Notizen, schreibe und halte meine Ideen und Fakten fest. Evernote ist für mich ein sehr starkes Notizbuch, das bei mir auf allen Geräten läuft und die Inhalte auf allen Geräten über das Internet verfügbar macht. Sprich, ich habe die gleichen Notizen sowohl auf meinem Smartphone, meinem Tablet und meinem Rechner. Zusätzlich kann ich von jedem anderen Computer über das Internet darauf zurückgreifen. Es ist also eine Cloud-Lösung und synchronisiert sich zwischen den Geräten für mich perfekt. Hier in Evernote verhalte ich zum Beispiel auch privat meine Rezeptsammlungen oder kann Notizen oder ganze Notizbücher für andere auch einsehbar machen und teilen. Was ein ganz netter Vorteil ist, bis zu einem gewissen Grad ist Evernote kostenfrei und verfügt natürlich auch für unterschiedliche Smartphone-Betriebssysteme über die Apps. Das macht es sehr schön und sehr einfach. Mein weiteres Tool, am zweithäufigsten genutzt, ist ein Tool namens Trello. Eines meiner Hauptwerkzeuge in der täglichen Arbeit. Mit Trello arbeite ich zum Beispiel mit meinem Team, mit Kunden, Projektpartnern zusammen. Hier verwalte ich Aufgaben und schaffe gleichzeitig Transparenz und vermeide nebenbei lästige Abstimmungen per E-Mail und Co. Auch für meine eigene Aufgabenverwaltung setze ich das System ein, halte da also tatsächlich alles Mögliche fest. Nicht nur das, was ich einkaufe oder einkaufen muss, sondern auch welche Aufgaben so drumherum im ganz normalen Leben anfallen oder was ich noch irgendwann vorhabe. Trello ist für viele kostenfrei. Erst wenn man da noch viel, viel mehr machen möchte, höhere Speicheranhänge, Dokumentenanhänge machen möchte und noch mehr individualisieren möchte, kostet es etwas. Das ist ein wirklich tolles Tool. Guckt es euch einfach mal an unter trello.com. Mein drittes, am häufigsten genutztes Tool ist Hootsuite. Dabei geht es um ein Social Media Dashboard. Dadurch, dass ich viele unterschiedliche Konten und unterschiedliche Profile in sozialen Netzwerken, nicht nur für mich, sondern eben auch für Kunden verwalte, brauche ich so ein Dashboard. Es ermöglicht mir nicht nur einen schnellen Überblick über die einzelnen und ganzen Konten in Gänze zu haben, es erspart mir auch das lästige Umschalten, das Ein- und Ausloggen auf den Plattformen und sowas. Mit Hootsuite kann man aber auch noch deutlich mehr machen, als nur zu sehen, zu konsumieren und auf Beiträge zu reagieren. Zum Beispiel ist es auch in sehr angenehmer Form möglich, Beiträge auf diesen vielen Plattformen in die Zukunft zu planen. Wesentlich komfortabler, als wenn man das in Facebook zum Beispiel tut. Das Tool, so wie ich es nutze, ist zwar nicht kostenfrei, aber spart mir unheimlich viel Zeit in der Umsetzung von Redaktionsplänen und in der Verwaltung der Profile und Seiten und sowas. Das waren die drei top-beruflichen Apps, die ich nutze. Und wie sieht's privat aus? Tja, also Spitzenreiter ist bei mir da die App Fire TV. Meine Fernbedienung für Amazon Fire und Amazon Fire TV. Statt der normalen Fernbedienung nutze ich hier die App. Ist ein bisschen komfortabler und da ist es mir egal, dadurch, dass ich auch im Büro als Präsentationsfläche einen Fernseher stehen habe, brauche ich die halt nicht nur ganz privat, sondern eben auch im Büro. Irgendwie ist die App sehr nett, macht Spaß, ist komfortabel und gehört wahrscheinlich mit einem großen Teil zu den am meisten von mir genutzten Apps. Die nächste App mit höherem Nutzen ist ganz simpel, ist Goodreader. Mit dieser App kann ich viele Dokumente lesen, unter anderem PDF-Dokumente, E-Books, andere Dokumente und genauso setze ich es auch ein. Während ich sonst für unterschiedliche Formate unterschiedliche Apps benötigen würde, kann ich so auch mal schnell ein PDF-Dokument, was ich im Internet gefunden habe oder eine Checkliste oder einfache PDF-Dokumente, die mir irgendjemand zuschickt, sehr schnell vernünftig lesen, haben eine gute Übersicht und in Goodreader funktioniert das eigentlich ganz gut. Die
dritthäufigste von mir genutzte App im privaten wie aber auch im beruflichen ist durchaus etwas, was ich da vermische, ist iTalk. Gerade wenn ich im Auto unterwegs bin, und das ist ja nicht ganz so selten, spreche ich meine Notizen während der Fahrt hier ein. Ich mache also sowas wie eine Sprachnotiz. Und während der Fahrt ist es halt in Deutschland nicht erlaubt zu schreiben. Ist ja natürlich auch gefährlich, aber zwischendurch erwische ich mich dann doch dabei. Aber gerade wenn ich ein bisschen mehr sprechen möchte oder mir Notizen machen möchte, während der langen Autofahrten, dann mache ich das hier. Also meine Gedanken, die einfach mal raus müssen, oder manchmal auch ganze Blogbeiträge, die ich voreinspreche, das mache ich mit iTalk. Das erspart mir eine Menge Arbeit und vor allem, ich vergesse nicht mehr ganz so viel. Und ich kann die Zeit im Auto hervorragend überbrücken, lange Reisezeiten, und das ist sehr angenehm. Okay, das war die kurze Episode 2. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt. Und welches sind denn eure Apps, die ihr so benutzt? Schreibt mir gerne unter info@social-media-schnack.de. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Bis bald.